Hey, liebe Weltallkinder. Ich hatte Lust, heute mal wieder einen Tripbericht aufzunehmen, weil ich das jetzt auch schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Ich habe einfach in letzter Zeit so ziemlich viel Zeit so für mich, auch für nüchterne Weiterentwicklung gebraucht. Und heute soll es um einen Trip gehen, wo ich so in Kontakt gekommen bin mit meiner eigenen Sexualität. Was ja auch vielen Leuten so bei Ayahuasca passiert. Und mir ist eigentlich erst so auch Monate im Nachhinein so klar geworden, dass mir das da eigentlich passiert ist. Was ja eigentlich auch relativ üblich ist bei Pilzen, dass man da so die Bedeutung, was da irgendwie passiert ist, eigentlich eher erst so nach einer ganzen Weile so irgendwie entschlüsseln kann. Als jetzt zum Beispiel bei LSD, wo ich finde, dass man das dann, dadurch, dass man LSD auch einen Tick mehr steuern kann, das kommt aber auch auf den Trip drauf an, kann man es bei LSD irgendwie schneller entschlüsseln. Auf jeden Fall war es so, mein Freund und ich waren relativ frisch zusammengekommen. Und er hatte mir von so Goa-Partys erzählt. Und ich hatte davor, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, auch schon so ein bisschen davon gehört. War aber selber noch nie auf einer. Und er hat mir dann im Prinzip gezeigt, wie man so herausfindet, wo sowas ist und so weiter. Und wir sind dann so was hingegangen. Das war in einem Club. Es gibt ja aber auch solche Veranstaltungen, die nicht in Clubs sind. Die nicht in Clubs sind, finde ich persönlich auch besser. Und ich muss auch sagen, vom Set und Setting her hat es, glaube ich, auch nicht ganz so gepasst, was dann natürlich auch so seine Auswirkungen später hatte. Weil so ein Club ist natürlich vom Setting her nur passend für Psychedelika, wenn man nicht irgendwelche Blockaden oder Ängste hat. Und ansonsten würde ich sowas eher nicht empfehlen. Und was ich vorhin vergessen habe zu sagen. Wie ihr es vielleicht jetzt schon ahnen könnt, der Trip wurde irgendwann ziemlich schwierig für mich. Und ich möchte am Ende dann auch darauf eingehen, wie man so eine schwierige Erfahrung dann auch integrieren kann. Weil, wenn man, also meine Meinung ist oder meine persönliche Erfahrung ist, wenn man es schafft, so einen Bad Trip zu integrieren, kann man auf jeden Fall auch sogar Transzendenz erreichen, wenn man ihn komplett integriert. Deshalb finde ich das wichtig. Auf jeden Fall war es dann so, wir waren auf dieser Party, wir hatten so Schwarzsichtfarbe mitgenommen und haben dann angefangen, unsere Gesichter zu bemalen. Und schon nach kurzer Zeit war es dann so, dass ich ein Melonenstück gegessen habe, wo zufällig eine Pille MDMA drauf war, die ich aber natürlich nicht vorher bemerkt hatte. Und es war allgemein so, ich hatte dann allgemein schon so nüchtern ziemlich gute Laune, hatte mich einfach so aufs Feiern gefreut. Und dann war es irgendwie so, dann kamen irgendwie noch so andere Leute, die bemalt werden wollten, weil die so gesehen hatten, wir haben halt die Farben dabei und so weiter. Und da war so ein Typ, der hat dann gesagt, dass ich dem anderen Typen Penis ins Gesicht malen soll. Also habe ich das gemacht und dann dachte ich eigentlich, die wären irgendwie Kumpels oder so, das wäre irgendein Gag zwischen denen. Dann habe ich rausgefunden, die kannten sich nicht mal und ich habe irgendeinen wildfremden Typen Penis ins Gesicht gemalt. Das war dann ziemlich lustig. Und wir haben dann auch angefangen zu tanzen. Ich weiß noch, dass mir dann schlecht wurde. Was ja auch ziemlich typisch für die Wirkung ist, wenn die so anfängt, ja, wie man so umgangssprachlich sagt, reinzuklatschen. Und mir hilft bei der Übelkeit eigentlich immer, wenn ich dann irgendwie kurz aufs Klo gehe oder ein bisschen Wasser ins Gesicht oder einfach kurz rausgehen an die frische Luft. Ich glaube, ich bin auch kurz rausgegangen. Ich weiß es aber nicht mehr genau, das ist nämlich 1,5 Jahre her. Und mein Freund hat dann meinen damaligen Kumpel Dennis kennengelernt. Der hat uns irgendwie angesprochen, weil der hat uns irgendwie so erzählt, dass es ihm irgendwie auffällt, wenn Leute irgendwie einfach so
ja, ein bisschen herausstechen. Ich meine, okay, wir waren auch mit bunter Farbe beschmiert im Gesicht. Also, ja, aber er meinte, wenn es ihm irgendwie auffällt, dass so Leute so einfach so eine gewisse Ausstrahlung haben, dann spricht er die irgendwie gerne an. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Und dann war ich eben auch noch auf der Toilette und irgendwie war es dann so, dass so alle möglichen Mädels dann angefangen haben, irgendwie Glitzer zu verteilen. Und wir ganzen Mädels so in der Schlange uns dann angefangen haben, mit Glitzer irgendwie so zu beschmieren. Also Jungs, falls ihr mal wissen wolltet, was auf einer Damentoilette passiert, es wird Glitzer verteilt. Und ja, ich habe dann eben angefangen zu tanzen. Also es war wirklich so wunderschön. Ich habe so, ja, es würde so die Musik durch das eigene Herz fließen. Und weiß nicht, man hat, ich habe dann öfters auch so eine innere Ruhe, die auf Liebe basiert. Und einfach so wie so ein hin und her pendeln, so würde ich es vielleicht beschreiben. Und dann war es so, dass mein Freund und ich uns kurz hingesetzt haben, weil wir Lust hatten, uns zu küssen. MDMA ist ja auch eine ziemliche Liebesdroge. Und ich würde sagen, dass es dann eben passiert ist, dass es so angefangen hat, dass ich irgendwie mit meiner Sexualität in Kontakt gekommen bin. Es war nämlich dann irgendwie auch so, dass ich meine Hand auf sein Bein gelegt hatte und es hat sich irgendwie fast so gut angefühlt wie Sex. Ich denke, ich weiß nicht, es war auch schon so, dass fast schon so diese körpereigene Grenze verschwommen ist. Nicht so arg, wie das auf LSD sein kann. Aber es ging auf jeden Fall in die Richtung. Und ja, es war wirklich so, als würde ich im Prinzip, ich habe mich im Wasser gefühlt, als würde ich so in ihn hineinfließen. Und mein eigener Körper auch geradezu verfließen. Und dann habe ich auch noch kurz ein Foto gemacht. Und finde ich, sehe auf dem Bild so richtig verstrahlt aus. Also, aber auch glücklich. Und dann sind wir auf jeden Fall zurück zum Tanzen gegangen. Und da war dann irgendwie so ein Typ. Den haben wir dann angemalt und er hat uns als Dankeschön einfach weitere Melonenstücke geschenkt, auf denen zufällig Magic Mushrooms waren. Es war dann so, dass wir die Melonenstücke 50-50 geteilt haben, was sich im Nachhinein als schlechte Idee herausstellte, weil mein Freund ist halt 1,93 groß und nicht nur 1,65. Und damals habe ich auch noch weniger gewogen als momentan. Also damals habe ich so ungefähr, keine Ahnung, ein bisschen weniger als 60 Kilo gewogen. Und mein Freund, ja, auf jeden Fall, weiß nicht, über 20 Kilo mehr, glaube ich. Und ja, man sollte dann nicht 50-50 aufteilen, wenn die Körpergröße und so weiter so variiert. Weil dann die Wirkung natürlich bei jemandem mit einer kleineren Statur viel stärker ist als bei jemandem, der um einiges größer ist und so weiter. Das kann aber auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Das muss nicht direkt immer auch an der Körperstatur liegen. Und auf jeden Fall habe ich dann mein Melonenstück gefressen. Und mein Freund meinte dann auch, dass das von der Sorte her Mexikaner wären. Und ich überlege gerade, ich hatte davor auch, glaube ich, noch so gefragt, ob sich Pilze und MDMA gut verträgt. Und mein Freund hatte gemeint, dass es eigentlich schon gut zusammengeht. Was ich aber nicht gewusst hatte, war, wenn man Psychedelika und MDMA kombiniert, dass es dann entweder besser ist, das MDMA erst nach der Einnahme vom Psychedelika zu nehmen, also wenn schon das Psychedelika eine Weile gewirkt hat, oder aber, wenn man das MDMA zuerst einnimmt, dass man das MDMA danach legt, sodass die Wirkung vom MDMA nicht während dem Trip nachlässt und man dann eben weniger Glücksgefühle hat und das dann die Chance auf einen Bad Trip vergrößert. Und ich wusste das eben nicht, dass ich dann irgendwie ja, MDMA irgendwie hätte nachlegen müssen oder so weiter.
Und ja, was ist dann passiert? Ich hatte Pilzis gefressen, wo ich natürlich nicht wusste, dass es welche sind. Würde ja nie was Illegales tun. Und ich glaube, wir haben dann noch kurz getanzt und dann haben wir uns wieder irgendwo hingesetzt. Und ich glaube, es war nicht mal 15 Minuten rum. Ich glaube, es war sogar ein bisschen weniger. Und die Wirkung fing tatsächlich schon an. Also Pilze fangen früher an zu wirken als LSD bei mir. Und ja, was ich dann halt so bemerkt habe, war, ich glaube, das erste war, da war so eine Frau neben mir. Und unser neu kennengelernter Kumpel Dennis, der hatte so ein Spielzeug dabei. Das kann man irgendwie so an den Arm machen. Und dann rollt es so runter, das sind irgendwie so Metallreifen. Und das haben wir dann irgendwie immer so weitergereicht und von der einen Person zur anderen gegeben. Und da war dann eben diese eine Frau. Und die konnte irgendwie so verschickt mit dem Ding umgehen. Ich fand, die sah so aus wie so eine richtige Hexe für mich. Und ich habe die so voll bestaunt, wie so ein kleines Kind, was so einen Zaubertrick vorgeführt wird oder so. Und die war richtig so, wow, mit ihren Händen so. Wiu. Und da war es so, dass ich, glaube, die Wand angeschaut habe. Und ich habe bemerkt, dass da irgendwie lauter Muster sind. Ich weiß aber nicht mehr genau, was die Muster dargestellt haben, weil das Ganze auch schon eine Weile her ist. Es war dann aber wirklich so, dass ich dann wirklich so vor dieser Wand saß und diese Wand so voll bestaunt habe. Und ich denke, es muss auch schon ziemlich lustig ausgesehen haben. Es war mir aber in dem Moment relativ egal, wie das aussieht, weil ich dachte, auf der Party bin ich wahrscheinlich eh nicht die Einzige, die in so einem Zustand ist, von dem her. Und bei meinem Freund war es so, dass er erzählt hat, der hat zu der Zeit so ein Handyspiel die ganze Zeit gesuchtet, wo man so verschiedene Coins im Prinzip in einer bestimmten Farbe und dann, keine Ahnung, explodieren die dann und dann gab es irgendwie noch so Totenköpfe und muss immer so eine bestimmte Anzahl in der Reihe haben. Ihr wisst doch, was ich meine. Und diese Coins und Totenköpfe hat er dann an der Wand gesehen, weil er das Spiel wirklich so übermäßig konsumiert hatte, dass es wahrscheinlich so arg in seinem Unterbewusstsein war, dass er das jetzt während dem Trip gesehen hat. Was ich selber auch ziemlich lustig fand. Und dann war es so, dass ich auf die Deko geschaut habe. Da hing so ein Wandtuch. Ich weiß gar nicht mehr, was auf dem Wandtuch selber drauf war. Auf jeden Fall irgendwas mit Mustern. Und durch den Trip war es dann so, dass diese Muster für mich wie so eine Silhouette, wie spricht man das aus? Ich habe es gerade spontan vergessen, tut mir leid. Vom Buddha gesehen habe. Also diese Muster haben irgendwie wie so eine 2D-Zeichnung von Buddha ergeben. Wo ich mich dann irgendwie so gefreut habe. Ja, was ist dann passiert? Ich glaube, ich musste pinkeln, da bin ich kurz aufs Klo gegangen, dann bin ich wieder zurück. Und mein Freund und ich haben dann angefangen, weiter rumzuknutschen. Und es war dann irgendwie so, dass ich angefangen hat, das Gesicht von meinem Freund zu verformen. Also, der sah für mich irgendwann aus wie so ein Waldgnom. Also irgendwie, sein Gesicht hatte allgemein dann irgendwie auch so einen leicht grünlichen Stich. Also seine Haut war jetzt nicht knallgrün oder so, aber die hatte einfach so was leicht grün Schimmerndes. Und er hatte so voll die Knollennase bekommen. Und irgendwie, ich weiß nicht, das hatte einfach so was, wie so leicht so Geschwungenes im Gesicht und wie als wären so leicht Ornamente in sein Gesicht, aber auch in die Gesichtsform reingearbeitet worden. Und dann war es kurz so, dass ich mich schlecht gefühlt habe, dass ich meinen Freund mit so einer komischen Nase sehe. Ich habe mich im Prinzip für meine Optics geschämt. Es war dann aber so, dass wir dann, glaube ich, drüber gelacht haben. Und genau, was ist dann passiert? Genau, dann hatte ich irgendwie, ich hatte immer mehr das Gefühl,
also die Optik, es wurde irgendwie immer intensiver einfach das Ganze. Ich glaube, es ging immer mehr auf diesen Peak zu vom Trip. Und dann war es so, dass ich irgendwie wieder das Gefühl hatte, dass ich irgendwie pinkeln muss. Obwohl ich eigentlich erst gerade eben pinkeln war. Und ich habe mich dann so voll gewundert. Und irgendwie kam dann so eine völlig irrationale Sorge in meinem Kopf auf. Was, wenn ich so drauf bin oder der Zustand so intensiv ist, dass ich nicht mehr kontrollieren kann, ob ich pinkel oder nicht. Also ich habe im Prinzip in dem Moment einfach einen ziemlichen Kontrollverlust erlebt. Und ich habe das dann meinem Freund gesagt, dass ich irgendwie Angst habe, ihn anzupinkeln, weil ich saß halt auf seinem Schoß, während wir da rumgeküsst haben. Und er hat mir dann gesagt, dass ich dann halt aufs Klo gehen soll. Und habe ich ihm gesagt, aber ich war erst gerade eben auf dem Klo. Und er hat dann zu mir gemeint, dass es irgendwie egal wäre, also dass es okay wäre, selbst wenn es passieren würde. Und ich würde sagen, das hat mir in dem Moment enorm geholfen, selber beim Loslassen keine Scham zu empfinden. Und ich habe es dann einfach zugelassen, dass es passieren könnte, dass ich pinkel. Und ich musste gar nicht pinkeln, sondern beim Küssen hat es sich dann so angefühlt. Also wir haben dann weiter geküsst, während ich das zugelassen habe. Als wären seine Lippen irgendwie das ganze Universum. Also ich habe wirklich im Prinzip alles in ihm gefühlt. Und dann hatte ich einen Orgasmus. Und ja, also wie gesagt, ich habe einfach irgendwie losgelassen. Und es war also wirklich so, ich habe irgendwie gemerkt, dass sich so meine Atmung irgendwie verändert. Und ich würde sagen, dass ich dann halt wirklich, man kann ja durch Psychedelika wie auch so, Sex mit dem Universum haben. Und ich glaube, das war wie im Prinzip so eine Vorstufe davon. Und man kann es aber auch nüchtern haben. Und was dann passiert ist, war irgendwie, ich weiß gerade gar nicht mehr. Irgendwie war es dann so, genau, Dennis war irgendwie wieder da. Und ich glaube, der Kontrollverlust nahm dann weiter zu. Also ich glaube, wenn es so weitergegangen wäre und ich es komplett zugelassen hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Ego-Tod gehabt. Dadurch, dass ich es dann aber irgendwann abgeblockt habe, war ich leider nur kurz davor. Und genau, es war dann irgendwie so, dass er irgendwie, dadurch, dass es so laut war, in den Club relativ nah irgendwie an mein Gesicht kommen musste. Und ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Und das war mir dann irgendwie mega unangenehm. Und mein Ego hat mir dann so Ängste eingeredet, dass er mir jetzt irgendwie die Augen irgendwie ausdrücken könnte oder so, weil er mir halt so nahe kommt. Weil, ja, was Sexualität angeht, können ja auch innere Blockaden vorhanden sein. Und bei mir war zu dem Zeitpunkt halt noch so, dass das Thema Sexualität auch mit sehr viel Angst behaftet war. Also irgendwie auch, oder allgemeines Thema Nähe, sagen wir mal. Also irgendwie, dass mir zum einen Gewalt angetan werden kann. Weil selbst wenn einem nicht sexuelle Gewalt angetan wurde, allein schon so sowas wie Schläge kann auch zu sexuellen Blockaden führen. Wenn man dann halt auch Blockaden hat, was irgendwie Nähe angeht, wenn man dann halt Nähe mit Gewalt verbindet. Und es war halt irgendwie auch so, dass ich irgendwie auch in der Vergangenheit Erfahrungen mit sexueller Belästigung hatte, was dann irgendwie auch dazu führte, dass ich einfach auch Blockaden in dem Thema hatte, also irgendwie einfach die Sorge, dass so meine persönlichen Grenzen gegen meinen Willen überschritten werden, sei es jetzt irgendwie sexuell oder sei es irgendwie durch Gewalt. Und dann war es irgendwie so, da war irgendwie immer noch diese eine Frau da, die ich wie so eine coole Hexe wahrgenommen hatte.
Und ich glaube, ich hatte kurz auf ihre Brüste geschaut. Und dann kam irgendwie so eine ziemliche Scham darüber. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich ausgelebt hatte, dass ich nicht hetero bin. Und ich hatte dann einfach die Sorge, dass man mir so irgendwie ansieht, was ich denke. Oder auch, dass ich da irgendwie gerade hingeschaut hatte. Obwohl die jetzt eigentlich auch vom Aussehen her jetzt nicht so komplett mein Typ war. Aber ich hatte einfach auch die Sorge, dass man sich irgendwie durch meine Anwesenheit irgendwie belästigt fühlt. Und ja, irgendwie war es dann so, ich glaube, weil es mir allgemein irgendwie immer mehr wurde von den Eindrücken, also ich habe mich irgendwie immer unwohler gefühlt, dachte ich kurz, ich gehe auf die Toilette. Und genau in dem Moment wurde ich halt von dem Typen angequatscht. Also es war eine richtig unpassende Situation eigentlich für mich persönlich. Der hat eigentlich nur Hi gesagt, also der hat jetzt nicht irgendwas gesagt, was jetzt irgendwie irgendwie herablassend war oder so. Aber dadurch, dass ich in dem Moment einfach in einem Zustand war, wo halt immer mehr Angst hochkam, hat mich das einfach ziemlich getriggert. Und ich war dann eben auf der Toilette und ich hatte dann Paranoia, dass der mir irgendwie hinterherläuft und mich auf der Toilette vergewaltigen will. Und dann war es so, dass ich den Toilettengriff festgehalten habe. Und ich dachte dann die ganze Zeit, dass der irgendwie an der Tür irgendwie rüttelt. Und irgendwie versucht reinzukommen, aber nach einer Minute habe ich dann begriffen, dass es eigentlich nur die ganze Zeit mein eigener Arm war, der da so zittert und deswegen die Toilettentür rattelt und dass es im Prinzip nur meine eigene Angst war, die sich da gerade was einbildet. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zu meinem Freund. Und habe ich wieder kurz zu ihm hingesetzt und irgendwie war es dann so, dass ich wie so Schläge in meinem Bauch gespürt habe. Also irgendwie hat sich so einfach, es hat sich wie so eine Art Verkrampfung irgendwie angefühlt. Und irgendwie habe ich dann auch wie so einen bitteren Geschmack in meinem Mund gehabt. Also ich hatte im Prinzip Optics, die nicht nur das Sehen betrafen. Und dieser bittere Geschmack war im Prinzip wie so der Geschmack meiner eigenen Angst. Also wie so eine Synästhesie. Und dann war es so, dass ich meinem Freund halt gesagt habe, dass ich gern rausgehen würde. Und dass es mir halt einfach ziemlich viel ist. Und oder es kann sogar sein, dass er es vorgeschlagen hat. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und auf dem Weg war es dann wirklich so, dass ich dann ziemlich starke Paranoia hatte und wirklich mein Innen, was voller Angst war, aufs Außen projiziert habe. Und dadurch meine Außenwelt so wahrgenommen habe, dass mich im Prinzip so der halbe Club mit irgendwelchen Gesten sexuell belästigt, also irgendwie sexuelle Anspielungen mit irgendwelchen Handbewegungen macht oder so. Und ich hatte dann auch kurz das Gefühl, dass irgendjemand mir an den Arsch gefasst hat. Ich weiß aber nicht mehr, also ich kann absolut nicht sagen, weil ich in so einem Zustand voller Angst war, ob ich das mir nur eingebildet habe oder ob das tatsächlich passiert ist. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann rausgegangen sind und ich dachte dann irgendwie kurz auch, dass die Türsteher irgendwie über mich reden würden. Also, dass man mir im Prinzip ansieht, wie es mir gerade geht. Und dass sie dann irgendwie sagen würden, so, oh Gott, keine Ahnung, die hat sich voll weggeklatscht und ist jetzt, keine Ahnung. Und, mein Freund meinte dann,
dass es, glaube ich, am besten wäre, wenn ich mir jetzt die Finger in den Hals stecken würde und die Pilze erbrechen würde. Und ich habe dann zuerst dagegen protestiert, weil ich ja eigentlich aufgehört hatte, mich zu erbrechen, weil ich ja von der Bulimie losgekommen war. Und ich jetzt nicht wegen sowas eigentlich wieder damit anfangen wollte. Ich habe dann aber nach kurzem Überlegen es dann dennoch gemacht. Und irgendwie hatte das Ganze dann irgendwie sowas völlig Abstruses. Also irgendwie durch LSD hatte ich ja eigentlich immer mehr Selbstliebe so entwickelt. Und hatte dann aufgehört, mich zu erbrechen, weil ich dann auch mit meiner Körperschemastörung und so weiter konfrontiert wurde. Aber durch Pilze habe ich dann wieder erbrochen. Also es erschien mir einfach irgendwie so absurd. Und dann war es so, dass ich irgendwie wieder pinkeln musste. Ich glaube, ich hatte ziemlich viel Wasser getrunken wegen dem MDMA. Und ich wollte aber irgendwie nicht so nah am Club pinkeln gehen, weil ich dann die Sorge hatte, dass da irgendwelche Leute sind und die mich dann beim Pinkeln sehen oder so. Und dann sind wir in so eine Unterführung reingelaufen. Und dann war da irgendwie so ein Grab tatsächlich von jemandem, was ich zufällig entdeckt habe, wo ich eigentlich zuerst hinpinkeln wollte. Dann wollte ich da aber auch nicht hinpinkeln, weil ich mich irgendwie respektlos gefühlt hätte, wenn ich da hinpinke. Also irgendwie waren da irgendwie so verschiedene Anteile in mir. So der eine Anteil hatte irgendwie so das Gefühl, dass es okay wäre, im Prinzip überall zu pinkeln. Dann war irgendwie aber auch so ein Anteil, ja okay, es war auch der Angstanteil da, also die Sorge, beim Pinkeln gesehen zu werden. Plus da war da irgendwie noch so ein Anteil da, dass die das irgendwie nicht mögen würden, wenn ich dahin pinkel, also irgendwie auch die verstorbene Person. Und dann war ich selber aber auch so ein bisschen überrascht über mich, weil ich in, ja, damals eher auch noch atheistisch war und eher weniger spirituell. Also ich hatte schon so angefangen, mich so ein bisschen mit dem Ego zu befassen, aber ansonsten wenn mich damals jemand gefragt hätte, was passiert, wenn wir tot sind, hätte ich halt gesagt, gar nichts. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich, dass man dann eins mit allem ist, gleichzeitig aber auch nichts. Also meine damalige Antwort hätte auf eine gewisse Art und Weise dennoch gestimmt, aber sie wäre ja eben nur eine Facette der Wahrheit gewesen. Und genau, dann sind wir zu so einem, also wir sind noch weiter gelaufen, weil ich einfach irgendwie so völlig unzufrieden war mit jeder vorgeschlagenen Pipi-Stelle. Und genau, wir waren aber eben bei so einem Spielplatz und da war es eben so, dass da irgendwie, glaube ich, so ein Stromkastengebäude war oder so. Und dahinter war halt auch so ein ziemlicher Schatten und so. Ich meine, es waren zwar Straßenlaternen, aber ich hatte dann das Gefühl, okay, das ist im Dunkeln, da sind auch so ein paar Büsche beim Spielplatz und so, hier sieht mich niemand. Oder hier ist zumindest die Chance niedriger, dass ich gesehen werde. Und ich konnte endlich pinkeln. Und ja, dann sind wir nach der kleinen Odyssee wieder zurückgelaufen zum Club. Und da waren dann irgendwie so zwei Typen, die uns irgendwie gefragt haben, ich glaube, wie man zu einer Tankstelle kommt oder so. Oder vielleicht haben wir es sogar selber gefragt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß aber nicht mehr, wieso wir zu einer Tankstelle überlegt haben zu gehen. Und ja, dann war es irgendwie so, nachdem die ein paar Meter weiter irgendwie so entfernt waren, also so 3-4 Meter, dachte ich irgendwie kurz, dass der eine Typ über mich reden würde. Das war dann aber auch wieder, ja, so eine Wahnvorstellung durch meine Ängste. Weil mein Freund meinte, dass er halt nicht gehört hätte, dass der eine was gesagt hat. Aber es war halt wieder so, dass ich durch innen gleich außen projiziert habe. Und ja, es war dann im Prinzip auch so ein bisschen so das Gefühl, da den eigenen Verstand zu verlieren.
was ich aber halt irgendwie einfach in der Situation noch nicht zulassen könnte, weil ich da irgendwie noch nicht weit genug war. Und genau, wir sind dann zurück zum Club gegangen. Wir sind dann noch kurz reingegangen. Mein Freund wollte eigentlich noch tanzen. Also für ihn war das von der Dosis eigentlich so, eigentlich genau richtig. Er hat es eigentlich so relativ gut vertragen. Für mich war es aber eindeutig zu viel. Also es war dann irgendwie so, dass ich glaube auch schon so kurz vor 5 Uhr morgens war oder so. Und wir haben uns dann noch kurz mit Dennis getroffen und ich glaube, es war halt im Club Zollamt und da gab es so einen coolen Innenhof. Und wir standen dann halt da noch irgendwie rum und haben dann auch noch mit seinem Kumpel geredet vom Dennis und dann beschlossen, dass wir zu denen gehen zum Aftern. Und ich hatte davor eigentlich gar nicht so viel mit Dennis geredet, aber dann irgendwie auch so festgestellt, dass es eigentlich so voll die netten Leute sind. Und auf dem Weg haben wir dann so festgestellt, so, keine Ahnung, der eine hört auch so Punkrock und so weiter, der eine Kumpel. Und Dennis kennt auch zum Beispiel Captain Peng und so weiter, befasst sich auch in Spiritualität und so. Und mein Freund hat ihn dann auch von Eckhart Tolle erzählt. Und wir sind dann eben in die Wohnung von dem einen Kumpel von Dennis gegangen. Es hat sich rausgestellt, dass der Typ irgendwie voll die reichen Eltern hat, was man ihm aber so absolut nicht angesehen hat. Und es war dann so voll die Dachgeschosswohnung, also so Penthouse-Wohnung mit einer riesigen Dachterrasse. Und also allein das Bad ist so groß wie mein Wohnbereich in meiner Wohnung. Und keine Ahnung, ich war da ziemlich geflasht. Unterwegs sind wir, glaube ich, auch noch an einem Spielplatz vorbeigekommen, auf den ich dann kurz geschaukelt habe. Das war ziemlich lustig. Und mir ging es dann auf jeden Fall wieder richtig gut. Ich hatte eben wieder Glücksgefühle und war nicht mehr in meinen Ängsten drin. Und ich war dann in diesem Modus, wenn man so sich so leicht noch so verschallert fühlt nach dem Feiern, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also wenn man so leicht das Gefühl hat, so, ja, so nach müde kommt dumm. Also einfach so glücklich herumgurken. Und wir waren dann in der Wohnung und Dennis ging es erstmal nicht so gut. Und er hatte dann einen ziemlichen Kater. Es war dann aber so, dass er das erste Mal in seinem Leben erlebt hat, dass jemand es geschafft hat, ihn aus seinem Emma-Kater wirklich wieder herauszuholen durch ein gutes Gespräch, als er nämlich mit meinem Freund geredet hat. Also, falls ihr jemanden in dem Zustand sieht, dass es dem gerade richtig scheiße geht, redet mit der Person, das kann richtig helfen. Und bei mir war es dann so, mir wurde dann noch was angeboten zum Nachlegen, aber ich hatte dann selber so keine Lust mehr. Und ich habe mich irgendwie auch, obwohl der Trip so, mir ging es zeitweise richtig scheiße, obwohl das irgendwie so auch voll anstrengend war und so, habe ich mich dann irgendwie richtig glücklich gefühlt. Also irgendwie, es wäre auch teilweise so ein bisschen eine Last von mir gefallen, obwohl ich jetzt nicht so, mich so komplett losgelassen hatte und obwohl das eigentlich ich da immer noch irgendwie auch so Blockaden während dem Trip hatte, hatte ich irgendwie einfach so ein Gefühl von so, ja, ziemlich viel Freude. Und dann habe ich mich erstmal auf das riesige Sofa von einem Typen gekuschelt und eine Stunde geschlafen. Ja, später ist dann, glaube ich, auch noch eine Freundin vorbeigekommen. Wir waren kurz im Rewe einkaufen und haben dann ein bisschen gefuttert. Und durch diesen Abend, auch wenn es mir da zeitweise nicht gut ging, ist da eigentlich dann auch so voll die tolle Freundschaft entstanden. Und ich habe richtig tolle Leute kennengelernt. Was ich dann so jetzt am Ende noch sagen wollte, wie man so eine Erfahrung integriert. Weil es war dann irgendwie immer wieder noch so, dass ich in den Wochen danach
immer wieder noch so Art Angst-Flashbacks hatte, zum Beispiel beim Zugfahren oder so. Zum einen, je mehr Selbstliebe man entwickelt, umso mehr ist es einem egal, was andere Leute über einen denken. Also zuzulassen, dass andere schlecht über einen reden könnten, ist egal, ob sie es wirklich tun oder nicht. Wenn man wirklich so diese Selbstliebe in seinem Herzen spürt, dann ist es egal, was andere denken. Und man traut sich auch viel mehr, man selbst zu sein. Genau, und der andere Part war eben, sich trauen, man selbst zu sein. Und mich eben trauen, so meine Sexualität so auszuleben, wie ich das selber mag und nicht, wie es mir irgendwie beigebracht wurde von anderen. Und da eben so meinen eigenen Weg zu finden. Also das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass mein Freund und ich angefangen haben, polygam zu leben, sodass ich eben auch meine ersten Erfahrungen mit Frauen machen konnte. Und ja, also wenn man seine eigene Sexualität unterdrückt oder sich nicht traut auszuleben, ist glaube ich dasselbe, dann kann man glaube ich auch keinen Ego-Tod haben. Ich glaube, man muss auch mit jeder so Facette mit sich im Reinen sein, damit man wirklich so komplett loslassen kann. Und ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.